Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief, rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft. Hello.